Boing. Und willkommen zurück. Zu Pokémon. Boing gewünscht. Boing gewünscht. Willkommen zurück zu Pokémon. Geile Männchen. Eurem Lieblings-Let's Play hier auf YouTubes. Bei die Backseat Boys. Ja, bei den Backseat Boys. Wir kommen gerade aus einer Stunde SMB. Und jetzt haben wir Bock auf Pokémon. Geil. Jetzt ja. Im Grunde spoilert das nicht. Nee, es spoilert überhaupt nicht, weil es gleichzeitig rauskommt. Der Part kommt sogar vorher raus, SMW. Das ist sogar Lore. Nee, natürlich. Nein. SMW kommt 14.30 Uhr, Pokémon kommt 16.30 Uhr. Ja, aber dieser Part, von dem du gerade redest, der ist vor dem Part. Ah, shit. Ne? Deswegen kommt es nicht gleichzeitig. Scheiße. Ah, Spoiler für alle, die auf Pokémon gucken. Immerhin. Ihr seid die wahren Backseat Boys. Ihr wisst jetzt, ihr könnt das Backseat Game bei den anderen könnt sagen, Leute, der nächste Part, ne, von SMW, der wird lang. Weißt du, was ich mich gerade frage? Na, was denn? Ob die Leute alle beides gucken oder ob das tatsächlich verschiedene. Also, die haben ja beide ungefähr gleiche Aufrufe, die Projekte, ne? Ja. Sind das alles dieselben Leute oder sind das auch, sagen wir mal, 1000 von den Mario World-Dingern sind auch hier jetzt? Aber die anderen 500 sind welche, die zum Beispiel nur Pokémon gucken und nicht Mario World. Glaubst du, das ist eine Sache? Ich glaube nicht. Oder? Ich auch nicht. Also ich glaube sowieso immer, dass es immer genau die gleichen Leute sind. Immer die selben. Die Views hat. Es sind immer die gleichen 1500 jetzt zum Beispiel. Würde ich jetzt so tippen. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das ist immer schwierig. Ich glaube schon, dass ein Unterschied von 500 Leuten, also von 200 Leuten ist vielleicht. Ja, das wäre nett, Leute. Wir nehmen uns da mal ein bisschen Hilfe. Wahrscheinlich kann man das sogar überprüfen. Auf YouTube, aber. Kann man das? Bestimmt. Weiß ich nicht. Ich sage ja wahrscheinlich. Ja, müsste man mal Leute fragen, die sich damit auskennen. Ja, müsste man mal Mocki fragen. Ich bin's nicht. Du bist es nicht? Nee. Ich bin's leider nicht. Kenn mich gar nicht so gut aus. Also, wobei, ich denke mal doch schon besser wie 95% der Menschheit. Ne? Weil ich das ja hier auch noch mache. Ja. Aber ich denke mal, also so die tiefergehende weiß ich auch nicht. Ja. Ich gucke mir das auch eigentlich nie an. Es gibt ja alle möglichen Statistiken, so wiederkehrende Zuschauer. Ja, stimmt, das gibt es ja auch. Und ja, so. Hab ich so zum Beispiel heute mal einmal nachgeguckt, ne? Und? Ja, habe ich nie, weiß ich nicht. Also, wie weit also, wiederkehrende Zuschauer hatten wir irgendwie nur 200 oder so. Okay. Und ich dachte, okay. Alles neue Leute. Ja, kann ich mir ja irgendwie nicht vorstellen, ne? Ich warte ja auch ein bisschen auf die Daten vom Sonntag. Die interessieren mich ja persönlich. Aber die kommen einfach nicht. Hättest du damals gedacht, dass du jetzt hier sitzt? Nein. Mit mir? Nein. Deinem großen YouTube-Vorbild? Nee. Ich war ja damals starstruck, als ich das erste Mal dir was gemacht hat, ne? Da war es mal Was war wirklich so, oh, der Wollo, voll der berühmte YouTuber und so. Mega berühmt. Ja, damals war es für mich was mich der berühmteste, der existiert. Und da geht gar nicht, ne? Nee. Die Sonntagsdaten sind da. Oh mein Gott, lest vor. Willst du sie wissen, Regie? Ich will sie wissen. Es ist interessant. Was ist interessant ist, Leute, es gibt das Sonntagssyndrom. Zumindest nenne ich das so. Sonntags, man sollte annehmen, Sonntag haben die meisten Leute Zeit. Ne? Also müssten theoretisch die neuen Videos am Sonntag alle bombig laufen. Das Ding ist aber, sonntags laufen die neuen Videos immer schlecht. Warum ist das so? Weiß man nicht. So, aber jetzt stelle ich hier fest. Ich gebe euch mal Daten. Freitag hatten wir an Views 4.990. Ja. Das war sozusagen Release-Tag. Dann hatten wir am Samstag 5.336 Views. Und am Sonntag hatten wir 5.117. Hat sich aber nicht so angefühlt, muss ich sagen. Ja doch, das sind viele Views vor. Das ist einfach, das dauert einfach nur bis das aktuelle von YouTube selbst. Ich kann jetzt mal nachgucken. Also die neuen Videos von uns. Genau, und da auch aber Thumbnail, das muss ich eigentlich, noch beschweren. Eigentlich. Wieso, was ist das mit dem Thumbnail? Also, die Samstagsvideos sind bei, ne, um das mal in Relation zu setzen, 1.500, 1.200 und 1.700. Ja. Und die Sonntagsvideos sind bei 800, 800 und 700. Das ist aber nicht immer richtig, wo das wird nicht immer richtig aktualisiert. Ja, weiß ich nicht. Und komischerweise wird es immer sonntags nicht richtig. Nein, das ist da, die anderen Videos hatten auch immer nur so 800 bis zu diesem. Ja, aber das Ding ist ja, ich bin ja zufrieden. Ne? Trotz des Sonntagssyndroms haben wir ja die gleichen Zahlen. Aber ich sehe hier was, Leute. Ich bin hier gerade in unserem Studio. Ja. Und ich sehe da Thumbnail vom heutigen Super Mario Part. Ja.
Hast du eine Ahnung, was ich hier zu bemängeln habe? Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee, hab's noch nicht gesehen. Boah, Digga. Oh ja. Also der Part heißt, Wollo hast gute Laune. Das ist auch okay. Oh nein, oh, das ist ein Regenbogen, sehe ich jetzt auch gerade. Oh nein. Ein Regenbogen und ich mach da so einen Daumen runter mit einem wütenden du Gesicht. Du hast halt nur drei Gesichter, was soll er denn machen? Ja, das ist ja auch, ich sag ja nichts dagegen, aber du siehst ja wohl, siehst du das Problem an der Sache? Nee. Willst du mich verarschen? Nö, tatsächlich nicht. Jeder wird natürlich jetzt denken, oh, guck mal, das ist so ein LGBTQ-Regenbogen und Wollo macht da Daumen runter. Ach, Quatsch! Jeder, der das nicht Quatsch. Guckt, wird genau das denken. Oh doch. Quatsch! Oh doch. Nein. 100%. Nein. Ja, hast du eine Ahnung, ey. Nein. Hast du eine Ahnung. So, reden wir über unsere Abo-Entwicklung. Wollen wir auch mal reden? Na klar. Erster Tag, wo Johnny uns geleakt hat, was wir gar nicht wollten eigentlich tatsächlich. Grüße gehen raus. Ja, danke, Johnny. Haben wir 141 Abonnenten gemacht. Ja. Am Release-Tag haben wir 1151 Abonnenten gemacht. Krass. Am Samstag haben wir dann noch 219 Abonnenten gemacht. Und am Sonntag nur noch 127. Das ist ja normal. Das ist erstmal alle darüber kommen, die noch aktiv gucken. Und jetzt müssen wir es langsam aufbauen. Jetzt geht's nämlich um die Wurst. Ja. Und jetzt reden wir mal über die, weiß ich nicht, warte mal. Wie sieht man das denn? Ah ja, genau hier, pass auf. Wiederkehrende Zuschauer und so ein Scheiß, ne? Mhm. Da haben wir am Samstag neue Zuschauer 1399, wiederkehrende 193. Das war Freitag, Entschuldigung. Am Samstag, das ist auch das Einzige, was ich noch sehen kann, hatten wir wiederkehrende 1054 und neue 518. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen entwickeln wird. Wirklich. Okay. Ja. Und Alter und Geschlecht auch immer noch überragend, Jungs. Ich grüße mal hier die Jungs. Und das Girl, das uns guckt. Männlich 95,5. Weiblich 4,2, nutzerspezifisch, also die mehr ist, 0,3. Also ist eigentlich angebracht, dass wir gendern, oder? Hä? Gendern an dieser Stelle angebracht. Ich finde das, ich würde es nicht mal so schlimm finden. Aber hallo liebe ZuschauerInnen. Nur du machst dich ja darüber lustig. Ich mach mir doch nicht lustig. Auch machst du immer. Rede ich denn mal über das Gendern? Eigentlich nie. Hast du mich jemals über das Gendern reden hören, außer jetzt? Nein, noch nie. Ich würde auch sagen, eigentlich rede ich darüber, aber ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich hab tatsächlich auch die Einstellung der Egalität an diesem Punkt. Ich mach's nicht, weil ich auch selber, ich würde durcheinander kommen. Ne? Ich würde das sowieso nicht einhalten am Ende des Tages. Müsste mich zu sehr umgewöhnen, denke ich. Aber wenn es Leute machen, finde ich das nicht so schlimm. Es gibt ja immer die Leute, die dann sofort sagen, mach ich aus! Nicht reden können! Das ist mir halt. Dann kann ich ja gar nicht mehr Joko und Klaas gucken. Und so. Das wäre ja scheiße. Deswegen, nee. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Aber ja, kann man gerne machen, ist mir lade. Ja, du bist ja immer. Wir sind eigentlich alles, und mir ist das auch egal. Ich bin ja liberal, ne? Ab und zu mal Gedanken. Ich mach das auch mit den Pronomen, das ist mir nicht Wumms. Wenn ihr so angesprochen werden wollt, who the fuck cares, Alter, ist mir doch egal. Viel Spaß damit. Ja, wenn ihr so angesprochen werden wollt, dann mache ich das halt. Ja, genau. Also, das ist ja nicht mal das ist nichts, das wir sagen, wir hassen. Also, das ist wirklich einfach nur. Wir machen es einfach nur aus Respekt, weil wir müssen ja nicht. Ich sag mal so, ich verstehe es nicht. Genau. Ne? Ich auch wenn nicht. Wenn man von sich selber möchte, dass man als S bezeichnet wird, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber wenn ihr es wollt, mein Gott. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und zwar ist es egal, ob wir das gut finden oder nicht. Oder ob wir sagen, dass das macht Sinn, sondern es hat es sich anzugehen, ob wir das gut finden oder nicht. Weil das müsste uns. Das ist uns. Es muss uns egal sein, weil wir nicht betroffen sind und von daher Hude Verkehrs. Und ja, deswegen viel Spaß damit. So, wir machen es einfach aus Respekt, weil man verliert nichts. Also tatsächlich bin ich noch nicht in der Situation gewesen, dass ich es machen muss. Ich muss das ja jetzt bei dem Rotten Mushroom Event machen und wollen wir natürlich auch erstmal so, ja, okay, cool. Also, was musst du da machen? Hatte irgendjemand ein sehr, sehr spezielles Pronomen oder nein, irgendwie? Nein, da war es eher so, ich glaube, Wavem war das, glaube ich, eher. Also eher S und so, wie du schon eben sagtest. Das war ja mit non-binär. Geht schon damit los, dass man das auf Englisch dahin schreibt. Das macht mich schon völlig fertig, weil das hilft mir gar nicht. Dann weiß ich auch nicht. Was muss ich denn dann sagen, Ricky? Auf Deutsch jetzt. S, was sag ich denn dann? S, glaube ich. Würdest du sagen? Ja, aber. Nee, genau weiß ich es auch nicht. Aber wie ja, siehst du, ne? Das ist verwirrend. Aber ist ja egal, das ist aber nicht, das ist uns trotzdem egal. Wir machen es ja trotzdem, weil uns kann es ja eigentlich egal sein.
Ja, ja, klar. Das kann uns halt vollkommen egal sein, weil mir ist es ja egal, wie du angesprochen werden willst. So, aber, Rollo. Aber. Aber. Was mache ich jetzt? Was ist heute? Heute will ich eine Serie gucken. Ich will auch eine Serie gucken. Du willst eine Serie? Boah, ich bin stolz. Was willst du denn gucken? Oh nein. Deswegen frage ich dich gerade. Ach, du fragst mich. Ich frage dich, was soll ich gucken? Boah, was sollst du gucken? Worauf hast du denn Lust? In welche Richtung soll es denn gehen? Boah, schon irgendwas, irgendwas so... Spannend. Also, Tai und so wollen ja, dass ich ganz gerne SWAT gucke. Oder The Rookie. Sowas. Ich dachte, The Rookie hast du schon angefangen. Ja, ja, hab ich auch angefangen, so. Aber das, so in dem Bereich, so, dass so The Rookie, Suns-mäßig, vielleicht die ersten Staffeln von Walking Dead, Breaking Bad-mäßiges so. Ich müsste auch immer noch, glaube ich, Better Call Saul müsste ich noch zu Ende gucken. Also Better Call Saul kann ich dir natürlich sehr empfehlen. Heute ist die zweite Folge von The Walking Dead, The One Who Lives, rausgekommen. Das ist die mit Rick und Michonne. Da habe ich die erste Folge schon gesehen. Die hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, obwohl ich eigentlich keinen Walking Dead mehr gut finde. So. Da freue ich mich heute schon auf die zweite. Mal gucken. Aber darf es auch auf Englisch sein? Im Zweifelsfall? Ja. Ich glaube, das gibt es noch nicht auf Deutsch. Ich kann mal kurz gucken. Das war, also, die fällt mir jetzt so spontan ein. Aber ich muss mal kurz gucken, ob das schon auf Deutsch raus ist, weil ich weiß es nicht. Deutsch. Ich weiß es nicht. Ja. Toll, jetzt kommt die Übersetzung davon. Durchschnittstyp, ja, das ist mir klar. Ich wollte. Schaffst du das? Google, ne? Kriegst du das hin, Wollo? Ja, red mal weiter, erzähl mal ein bisschen was, wenn ich suche. Also gibt es scheinbar nur auf Englisch. Gibt scheinbar nur auf Englisch, okay. Mal? Ja, okay. Der Wollo guckt. Bei Google Play. Wir haben hier gerade schön Pokémon spielen. Pokémon. Steht da nichts. Egal. Also, was ich tatsächlich empfehlen würde, ist Average Joe. Average Joe? Ja, das heißt Durchschnittstyp, ne? Ja, ich weiß nicht, darum. Es geht darum, ist. Wie sage ich das denn jetzt? Also Joe ist eigentlich Klempner und arbeitet irgendwie im Betrieb seines Vaters. So, der Vater ist verstorben. Und Joe kommt dann in die Firma nochmal, da wollte er irgendwas holen. Und stellt dann fest, irgendwie gab es einen Einbruch in die Firma, ne? Kommt dann da so rein, guckt. Und wird dann überfallen von zwei Russen. Ja. Und die erzählen ihm dann, dass der Vater 10 Millionen und ein Lambo gestohlen hat. Mhm. So. Durch einen Zufall kann Joe sich da dann aber freikämpfen. Und kann auch. Ein Kumpel kommt auch noch vorbei, hilft ihm. Und die töten die beiden Russen. Ach du Scheiße. Der eine Russe ist auch zufälligerweise der Freund der Tochter. Ach du Scheiße. Ja, ja. Und dann kommt auch noch der Polizist vorbei, den die beide privat kennen. Und anstatt das dann zu melden, entscheiden die sich, weil das ist die russische Mafia, entscheiden die sich, die versuchen, das Geld zu finden, die 10 Millionen. Oh nein. Aber die verstecken natürlich auch die Leichen. Und der Sohn war zufälligerweise dann auch noch der Sohn vom Mafia-Boss. Oh nein. Ne, und da wird die ganze Familie damit reingezogen und dies und das. Und hast nicht gesehen, ist arschgeil, Ricky. Ist arschgeil. Ne, da müssen die Leiche muss verschwinden und dies und das. Und dann kommen Auftragskiller und dann hast du das geil. Die war so geil. Aber du hast mir quasi aus der Serie schon gespoilert. Nein, das ist Folge 1. Das ist Folge 1, die ersten 5 Minuten. Das passiert in den ersten 5 Minuten. Aber ich kann dir das ja nicht anders erklären, ohne das zumindest zu erzählen. Ja, das stimmt schon. Ne, du kriegst das alles in 5 Minuten direkt schon mit. Deswegen, das ist kein Spoiler. Ja, bin ich beruhigt. Wenn es kein Spoiler ist, bin ich zufrieden. Nee, nee. Das sind so die Grundinformationen, die man tatsächlich braucht für die Serie. Also die würde ich dir wenig empfehlen. Ist aber, glaube ich, nur auf Englisch verfügbar momentan. Ja, das ist mir ja egal. Englisch gucke ich ja so oder so immer noch viel. Ich gucke ja auch Wrestling so auf Englisch. Ja, ja, deswegen. Also, guckst du eigentlich mit mir WrestleMania? Ich wundere sowieso, wenn irgendjemand sagt, er kann kein Englisch. Ja. So, das ist wild. Wild guckst in meiner du Welt. Mit mir WrestleMania für Rock Camp? Das hast du mir letztens schon mal, wolltest du mir das andrehen? Ja. Und nein, guck ich nicht. Ich dachte, das war schon. Nein, WrestleMania kommt dann noch. WrestleMania ist ja im April. Im April? So lange lebe ich gar nicht. Nee, nee, nee. Nee, du musst jetzt nicht, weil du hast Verantwortung mit diesem Kanal hier mit mir. Du musst, hast Sorgerecht für mich jetzt. Wieso? Dann kannst du das ganze Geld auch für dich einstecken. Top. Ja, noch verdienen wir kein Geld. Nimmst du AI, Wollu? AI, Wollu? Ne? Leute, machen wir mal eine AI-Version von Wollu fertig, dann kann ich natürlich auch alleine.
Ja, das wäre arschgeil. Wenn, wenn ich einfach eine AI laufen lassen könnte, die meine Videos produziert, komplett, die ist dann so wie ich und ich muss nichts mehr machen und kann jeden Tag 15 Videos hochballern damit. Wie geil wäre das? Geil. Ja, oder? So die Zukunft eigentlich. Das ist eigentlich wirklich die Zukunft. Das wird die Zukunft sein. Machen wir uns nichts vor. Ja, hundertprozentig. Nur noch auf dem Sofa liegen und Geld verdienen dabei. Stark. Stark. Ja, mein Job kann doch super durch eine AI ersetzt werden. Wir werden irgendwann safe ersetzt, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja. Irgendwann gibt es nur noch so AI-Videos, die witziger, spannender sind, immer extremer. So, weißt du? Ja, ja. Hundertprozentig. Da werden wir nicht mithalten können. Nein, auf gar keinen Fall. Ich könnte Pokémon spielen, wenn ich mit meinem Arsch backen vielleicht. Das macht vielleicht dass die denn so, ich steck mir so einen Joystick in den Arsch, weißt du, so wie damals die ganz langen Dinger und muss dann quasi damit lenken. Das könnte ich muss sowieso sagen, ne, ich finde diese Entwicklung auf Social Media und so, dass alles immer noch wilder, noch krasser sein muss, ich finde das sehr bedenklich. Ja, ich auch. Wenn ich die Videos sehe, die heutzutage viral gehen, ne, du musst dich ja schon beinahe, du musst dich ja in Lebensgefahr begeben eigentlich, damit das überhaupt noch Leute interessiert. Ja, gefühlt ja. Ne, und das geht ja immer so weiter, das wird ja immer schlimmer, weißt du, also, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Nee, verstehe ich vollkommen. Ne, jeder muss den anderen übertreffen in einer Tour. Wo soll das hinführen? Ja, das ist ja auch das der Grund, warum damals ja Thomas Das geht Gottschalk zu schnell. Das ist halt auch das Ding, das geht zu schnell. Ja, ja. Ne, so in der Fernsehzeit, wie krass ist das geworden in 100 Jahren Fernsehen? Keine Ahnung, nicht so krass wie in den letzten 10 Jahren Social Media, die Entwicklung. Ja, das stimmt schon. Schneller als die 100 Jahre Fernsehen, meinetwegen. Wenn es 100, gibt noch keine 100 Jahre Fernsehen wahrscheinlich, aber, oder doch? Bestimmt. Nee, ich weiß es nicht. Wann gab es Fernsehen? Wann wurde Fernsehen erfunden? Ja. Ich glaube, in den 30ern oder so. Nein, wann gibt es Fernsehen? 1924, so. Doch. 100 Jahre, genau. Bis 1924. Also 24 wurde es wohl irgendwie erfunden. Krass. Die ersten Bewegtbilder stammen wahrscheinlich aus dem Jahr 1924, man weiß es nicht. Und 1928 wurde das Fernsehen dann auf der Berliner Funkausstellung vorgestellt. Na dann Happy Birthday Fernsehen. Happy Birthday Fernsehen. Woo! Das Fernsehen hat geboren. Ja, dann habe ich ja recht mit 100 Jahren Fernsehen. Also Respekt, Molo. Ja gut, ich meine, Joko und Klaas haben sich schon oft gegenseitig angezündet und so. Die haben auch schon krasse Sachen gemacht, aber das ist... Das ist weit aber noch nicht das, was so neuerdings ist. So, Nee, denke ich auch. Es ist ja auch so, dass das ist, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen von Thomas Gottschalk, so, wo er erzählt hat, auch hier den Potschalk? Hast du mal reingehört? Potschalk? In den Podcast von Potschalk. Nee, hab ich nicht. Hab nur einmal Thomas Gottschalk im Podcast gehört, bei Late Night Berlin, wollte ich gerade sagen, bei Baywatch Berlin. Ach so. Ja, und da hat er ja auch erzählt, so, dass das immer extremer werden musste und die wollten mithalten und dadurch ist ja auch damals dieser Unfall passiert, nenn ich es mal. Wie heißt er hier? Sebastian Koch. Oder? Ist der Sebastian Koch? Ja, irgendwas mit Koch. Warte, wer denn das? Unfall. Koch, da stimmt schon was. Ja, ja. Samuel Koch. Samuel, aber irgendwas mit Esbus. Ja, könnte Samuel Koch. Ja, genau. Ja, und das wird dann noch richtig böse werden. Wenn du hier irgendwie, wenn du 5 Euro auf TikTok verdienen willst, musst du dir halt live ein Bein abschneiden oder so. Ja, oder? Das ist doch nicht geil. Oder musst du das jetzt machen? Danke für die Rose. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Ja, oder das. Danke ist ja auch nicht schön. Ist auch nee, nicht schön. Kann auch nicht sein. Fuck, Mann. Deswegen, wir bleiben oldschool und unsere Let's Plays werden bald nur noch so sein. Okay. Mario und Luigi mag ich ja auch gerne, obwohl mein Lieblingscharakter nicht Waluigi ist. Da ist auf dem Radweg nach Süden. Mario. Bowser. Oh, Lucia. Geile Sau. King Kong. Find's die geil? So, Rollo, links oder rechts? Ich hab dir was gefragt. Ja, ich finde die geil. Ja, immer rechts, Digga, weißt du doch. Hallo? Was war das denn? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Wen findest du geiler? Maike oder Lucia? Oh, Maike, hundertprozentig. Normal, Digga, normal. Maike ist geil. Aber Lucia ist schon geil. Hast du die Chris wieder eingestellt bei dir? Du klingst wieder so komisch im Discord. Oh ja, hab ich. Nee, das habe ich schon lange wieder eingestellt, ja, die Sachen. Kein Wunder, du seitdem ist wieder besser. Nein, du brichst immer ab, wenn du lachst oder so. Oder wenn du laut schreist. Und man hört nie was. Da musst du mal reinhören in die Parts. Man hört das nicht. Ich höre öfters in die Parts. Ich habe mir tatsächlich Parts angeguckt von unseren Videos. Und da gab es gar keine Probleme drin, tatsächlich. Keine. Ich zeig dir das gleich, Volo.
Und bis zum nächsten Mal. Das war's mir hier heute mit Pokémon. Haut rein und ciao. Ciao.